Lasagne zählt zu den beliebtesten Pastagerichten in Deutschland. Es gibt sie von Hand und vom Band. So, und das ist jetzt Dinkel. Der kommt jetzt mit in die Soße. Das ist für mich der leckerste Zutaten der Bolognese-Soße. Ja, da ist sie jetzt, die fertige Bolognese. Ohne Geschmack läuft nichts. Rühren, rühren, rühren. Man muss aufpassen. Ich habe ein Knöpfchen dafür. Das sind Rainer und Luisa. Beide sind stolz auf ihr Produkt. Worin unterscheidet sich Fabrik von Manufakturlasagne? Wie viel Klasse steckt in der Masse und was können wir uns bei den beiden Profis abschauen? Hier in Bitburg, mitten in der Eifel, stellen sie täglich 50.000 Tiefkühllasagnen her. Für Supermärkte in Deutschland und anderen Ländern sowie für große Systemgastronomen wie Vapiano. Und er leitet die Fabrik seit 30 Jahren, Rainer Nels. Und Lasagne war schon als Kind mein Leibgericht. Also wenn es Pasta gab, da war ich, glaube ich, immer der Erste am Tisch. Und ja, aber ich esse sie heute noch total gerne. Ich bin ja kein Italiener, ich komme ja mitten aus der Eifel. Aber mittlerweile haben wir es geschafft, auch international recht erfolgreich zu sein. Unsere Lasagne verkaufen wir sogar ins Mutterland der Pasta nach Italien. Darauf sind wir jetzt wirklich besonders stolz. Bei Luisa Gianetti in Berlin in ihrer kleinen Pastaküche geht es ganz anders zu. Die Neapolitanerin versorgt seit 8 Jahren Lasagne-Fans in ihrem Laden und per Online-Shop mit frischer Pasta und Soßen. Meine Oma hat immer Pasta und Brot erstellt und meine Mutter hat auch Pasta immer gemacht. Und für uns hat das Kochen immer eine wichtige Rolle gespielt. Und was ich heute den Kunden gebe, ist, was ich gelernt habe. Rainer Nels in Bitburg startet mit dem Nudelteig. 200 Kilogramm Hartweizengrieß braucht er dafür pro Stunde. Hier kommt der Hartweizengrieß über eine Schnecke an. Der wird dann hier in einen Schnellmischer gefördert. Wir sprühen Wasser dazu und das macht diese Anlage. Bei uns kommt das danach in einen Gärbehälter und bleibt noch ca. 3 Minuten hier drin. Damit aus dem Krümelteig eine Nudelschicht wird, muss er in den sogenannten Walzstuhl. Der Pastateig aus Hartweizengrieß und Wasser fällt in einen Trichter, dann nehmen ihn 2 Walzen kräftig in die Mangel. Sie glätten und pressen ihn wie ein Nudelholz zu einer gleichmäßigen Bahn, erst auf 8 mm und dann auf einen. Früher sah das alles ganz anders aus. Rainer kommt ursprünglich sozusagen auch vom Handmade, doch dann wollte er alles in groß aufziehen. Vor 30 Jahren haben wir die Firma gegründet. Meine Frau und ich hatten ein italienisches Restaurant. Und hier habe ich noch eine Speisekarte von früher. Und neben den Pizzen haben wir natürlich auch Lasagne produziert. Und ich hatte immer die Idee zu sagen, das muss man doch auch anders machen können. Anders wie in der Pizzeria. Und am Anfang haben wir das hier bei Giacobbe wirklich per Handarbeit gemacht. Wir haben Teigplatten gekocht, die trocken waren, im großen Topf. Von Hand rausgenommen, Lasagne-Geschichte. Das war eine ganz mühsame Arbeit. Die Mengen waren mini klein, aber es war der Anfang. Inzwischen läuft alles am Fließband. Keiner muss heute noch Nudelwasser von Hand aufsetzen. Hier drin kochen wir unseren frischen Teig bei ca. 93 Grad Temperatur. Wenn man eine Nudel gekocht hat, muss man sie danach abschrecken, ein bisschen abkühlen und vor allem die Stärke abwaschen. Deshalb vermeiden wir auch ein Kleben der Teigplatten aneinander. Sonst klumpen die Platten untrennbar zusammen. Keramikmesser schneiden die Teigbahnen dann zu einzelnen Platten. Ja, und so soll dann der Teig sein. Und jetzt sieht man genau noch so einen schönen Kern, der noch wirklich nicht ganz durchgegart ist. Das ist perfekt. Schön al dente. Ich habe zu Hause auch schon versucht, Pasta zu machen, Teig zu machen. Ich habe das nie so gut hinbekommen, weil unsere Technik ist hier einfach ausgereifter, besser. Wir können den Teig besser vermischen mit dem Grieß. Das ist eine Pasta wirklich wie beim Italiener, ich würde sagen wie beim Süditaliener. Auch Luisa startet mit dem Teig. Doch statt den Pasta-Zutaten Hartweizengrieß und Wasser nimmt sie Weizenmehl und Eier. Warum das denn? Das muss viel Geschmack haben. Ohne Geschmack läuft nichts. Dafür sollen vor allem die Eier sorgen. 20 Minuten knetet Luisa den Teig ohne Pause, damit er schön glatt wird. Ab und zu kann man sich die Hände kurz abwaschen unter kaltem Wasser und weiter den Teig verarbeiten. Das passiert, weil wenn der Teig manchmal zu trocken bleibt,
dann kann man mit diesem Trick einen Teig schneller hinkriegen. Ne? Jetzt kommt der Pastateig zum Entspannen für 30 Minuten in den Kühlschrank. Nur, um dann gleich wieder kräftig bearbeitet zu werden mit dem Nudelholz. Warum spart sie sich nicht die Mühe und nimmt einfach fertige Lasagneplatten? Mein Mann ist Deutscher und als wir uns kennengelernt haben, hat er für mich als nette Geste eine Lasagne gemacht, mit fertigen Blättern natürlich. Und ich habe die wirklich aus Liebe gegessen. Aber in der Lasagne gab es alles möglich, dass ich jetzt nicht mehr daran denken kann. Alle möglichen Gemüse, viel Bechamel, natürlich nicht selbst gemacht und so weiter und so fort. Ich habe die wirklich gegessen, weil ich habe gesagt, das ist eine nette Geste. Aber ich habe ihm dann nachher gesagt, das ist bitte keine Lasagne. Als er dann meine Lasagne gegessen hat, hat er verstanden. Und er jetzt ist nur meine Lasagne. Die Nudelmaschine funktioniert wie der Walzstuhl in der großen Fabrik. Und Luisa walzt ihren Teig auch schön dünn, 1 Millimeter, um dann gleich daraus die Platten zu schneiden. Damit die nicht verkleben, setzt Luisa aber auf Reismehl. Beim allerersten Mal, dass ich Lasagne, selbstgemachte Lasagne in Neapel gemacht habe, habe ich vergessen, zwischen den Blättern Mehl dazugeben. Und das war eine Katastrophe, weil natürlich ich musste die ganzen Blätter, die verklebt waren, alle zusammen machen und wieder einen Ball formen und wieder von vorne so anfangen und dann wieder alles ausrollen, schneiden und endlich mal Lasagne machen. In den Platten steckt viel Arbeit. Der Teig ist fast wie eine Art Kuchenteig. Früher hat Luisa immer davon genascht. Ich mag die total gerne, weil als kleines Kind habe ich die immer geklaut, aber immer nur die Reste, weil wenn ich ein Blatt geklaut hätte, hätte meine Mutter mich erschossen. Schmeckt gut. Bei Rainer Nels in Bitburg stehen jetzt die Soßen auf dem Plan. Rinderschulter ist die Grundlage für seine Bolognese. Das Wichtige bei diesem Fleisch ist einfach, dass hier ca. 23% Fett das Fleisch enthält. Das ist wie am Hamburger. Wenn er zu trocken ist, dann schmeckt das nicht. Daraus werden jetzt 300 Kilogramm Hackfleisch für die Soße. Nur Rinderhack. Doch wie war das, als man in Supermarktlasagnen Pferdefleisch entdeckt hatte? Das war 2013, da gab es einen Pferdefleischskandal. Und der erste, wo es festgestellt wurde, war ein Lasagneproduzent. Und das hat ja dann europaweit, hat das ja wirklich zu Riesenvernichtungen von Ware geführt. Und alle waren aufgeschreckt und es war schon eine schlimme Zeit, ja. Und ich kann auch dazu sagen, wir hatten 2 Monate keinen Lasagneumsatz. Ganz wichtig, wir hatten kein Pferdefleisch. Seitdem machen wir trotzdem DNA-Proben von jedem Eingang von Fleisch. Und wir untersuchen auf Pferd und Schwein, also Fremd-DNA. Und ich kann garantieren, dass hier ist wirklich 100% Rindfleisch. Und das wird angebraten im XXL-Bräter zusammen mit Zwiebeln und etwas ganz Speziellem. Ein Tipp auch für zu Hause. So, und das ist jetzt Dinkel. Der kommt jetzt mit in die Soße. Dinkel verwenden wir nach langer Überlegung oder langem Ausprobieren, wie man zum Beispiel den Prozess beim Anbraten von Hackfleisch optimieren kann. Wenn man zu Hause Hackfleisch anbrät, hat man das Problem, dass sich Wasser bildet, sehr schnell. Und wo Wasser ist, kocht es mehr, wie es brät. Und deshalb geben die eine gewisse Menge Dinkel dazu und binden damit das frei werdende Wasser und können das Hackfleisch einfach besser anbraten. Somit wird die Bolognese-Soße, kriegt so diesen typischen rauchigen Bolognese-Geschmack. Und damit schmeckt die Lasagne einfach besser. Wenn das Fleisch durchgebraten ist, kommen Möhren, Sellerie und Tomatenmark dazu, sowie Salz und Gewürze. Und natürlich ganz zum Schluss zur Geschmacksabrundung, Knoblauch darf nicht fehlen. Auch Luisa gibt Gemüse in die Bolognese. Sellerie, Möhren und Zwiebeln. Aber beim Fleisch setzt sie auf eine Mischung aus Schweine- und Rinderhack. Schweinefleisch enthält viel Fett und das ist ein sehr guter Geschmackträger für die Soße. Es gibt aber Leute, die nur Rindfleisch verwenden. Rindfleisch hat weniger Fett, dafür benutzt man mehr Butter in die Soße, damit die mehr Geschmack hat. Das Fleisch kommt frisch vom Metzger. Luisa brät es scharf an und gibt italienischen Rotwein dazu. Das Soßenrezept hat sie aus dem Ursprungsort der Bolognese, der italienischen Stadt Bologna. Als ich in Bologna war, konnte ich mir verschiedene Tipps, vor allem von alten Frauen, die gerne so Bolognese machen, holen. Und es ist in der Tat so, dass eigentlich in Bologna Bolognese hatte nicht so viele Soßen, nicht so viele Tomatensoße. Und eigentlich schmeckt sehr gut ohne so viel Tomatensauce. Ist richtig lecker. Aber in Deutschland ohne Soße
gibt es nicht. Deswegen muss man hier in Deutschland, wenn man eine Bolognese macht, ein bisschen mit der Tomatensauce übertreiben. Die Soße muss ja später auch für 40 Lasagnen reichen. Jetzt fehlt noch was ganz Wichtiges. Für eine gute Bolognese-Soße benötigt man frische Kräuter. Ich nehme dafür Lorbeerblätter, Rosmarin, Thymian, ruhig auch andere Kräuter, die ihr habt, außer Minze, die würde natürlich nicht passen. Und dann zusammenbinden und in den Topf reintun. So lassen sie sich später wieder einfach aus der Bolognese nehmen. Aber jetzt noch ein Geheimtipp. Das ist für mich die leckerste Zutat der Bolognese-Soße. Das ist eine Parmesanrinde, die wir immer aufbewahren. Und wir schmeißen das auf keinen Fall weg. Und dann kommt in der Soße. Durch diesen Rind bekommt die Bolognese-Soße einen ganz leckeren und besonderen Geschmack. Das machen wir in der neapolitanischen Küche sehr oft. Und wir behandeln diese Rinde als Schätze in unserer Küche. Und noch eine wichtige Zutat. Ganz viel Zeit, damit alles richtig durchziehen kann. Und jetzt bleibt die Bolognese-Soße mindestens 6 Stunden auf dem Herd. Rainer ist schon bei der nächsten Soße. Für die Bechamel brutzelt er die klassische Mehlschwitze aus Mehl und Öl, aber davon gleich 150 Kilogramm. Sobald sie heiß genug ist, muss die Milch dazu. Und damit das Ganze nicht anbrennt, haben wir hier dieses tolle Rührwerk. Zu Hause, wenn du eine Bechamel herstellst, dann stehst du nämlich genau am Herd und musst hier rühren, 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 damit es nicht anbrennt. Ich habe den großen Vorteil, ich habe ein Knöpfchen dafür. Bei 90 Grad dickt die Bechamel ganz automatisch ein. Hinzu kommen noch Gewürze. Auch Luisa lässt nichts anbrennen. Statt Öl nimmt sie aber Butter. Muskat und Salz dazu, sowie etwas mehr Milch als üblich. Wir arbeiten mit frischem Teig. Wir brauchen mehr Flüssigkeit als für die Blätter, die aus der Packung kommen. Und wir brauchen eine Bechamel, die ziemlich flüssig ist. Der Teig wird sonst zu trocken. Die erste Lasagne war übrigens wirklich eher trocken und sogar keksig. Die Wurzeln liegen 2000 Jahre zurück. Römer und Griechen mochten geschichtetes Gebäck, doch diese Urlasagne war im Prinzip ein Keksteig mit Kichererbsenmus. Ab dem 16. Jahrhundert verbreitete sich die Lasagne in Europa. Die Kichererbsen wurden durch Fleischsoße ersetzt und die Keksplatten durch Nudelteig. Den Namen hat die Lasagne von dem Geschirr, in dem sie traditionell gebacken wurde, dem Lasanum, einer Art Topf. Wenn die Bolognese fertig ist, checkt Rainer den Geschmack. Ja, da ist sie jetzt, die fertige Bolognese. Meine Lieblingssoße, die Bolognese. Und früher bei meiner Mutter habe ich die schon gerne verkostet. Die hat die lecker gemacht. Die Soßen sind fertig und können nun zur Abfüllung. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schichten immer 3 Platten übereinander. Dazwischen kommen abwechselnd Bolognese und Bechamelsoße. Und obendrauf der Käse. Wir verwenden einen Gouda. Gouda hat einen Fettgehalt von ca. 48% und der passt sehr gut zur Lasagne, weil das Schmelzverhalten zum Abbacken perfekt passt. Also wenn man zu Hause eine Lasagne macht und eine frische Lasagne, da würde ich Mozzarella nehmen, weil der passt besser zu einer frischen Lasagne, weil der schmilzt früher und bräunt früher ab. Bei der Tiefkühl-Lasagne ist der Gouda also im Vorteil. 2500 Lasagnen pro Stunde wandern in den Froster. Ja, wir haben hier 38 Grad minus und hier wird die Lasagne schockgefrostet. Warum Schockfrosten? Schockfrosten ist wichtig. Wenn man Lasagne einfriert, bilden sich Eiskristalle. Im Produkt friert man zu langsam, dann wirken die wie Speerspitzen und stechen die Zellen an und dann hast du das Produkt wässrig. Also dafür Schockfrostung eine bessere Qualität. Luisa nimmt 3 verschiedene Käsesorten, einen Mozzarella aus Büffelmilch und einen aus Kuhmilch, sowie Scaramozza, ein sogenannter Brühkäse. Für den Mozzarella hat sie einen wichtigen Tipp. Auf keinen Fall die aus der Packung nehmen, schneiden und direkt in die Lasagne machen. Weil das Risiko ist, dass am Ende ist die Lasagne zu flüssig. Eine Nacht davor nimmt man einfach aus der Tüte den Mozzarella raus. Und man lässt die über die Nacht im Kühlschrank, ohne abzudecken, abtropfen mit einem Sieb unten. Einen Tag später ist die Mozzarella ziemlich trocken und die ist bereit für die Verwendung für die Lasagne. Jetzt kann Luisa loslegen. Zwischen 2 Platten landen jeweils nicht nur beide Soßen, sondern auch die 3 Käsesorten.
und sogar noch eine Prise Parmesan. Luisa setzt auf 5 Teigschichten. Das würde später den passenden Biss geben, meint sie. Wir sind bei dem letzten Schritt für die Lasagne. Jetzt oben kommt nicht nur Bolognese, sondern ich vermische die Bolognese mit dem restlichen Bechamel. Wenn ich nur die Bolognese drauf machen würde, würde die durch das Backen brennen. Die Mischung sieht richtig sahnig aus, aber Sahne hat in keiner Lasagne etwas zu suchen, sagt Luisa. Parmesan obendrauf soll für mehr Geschmack sorgen. Um sie für den Verkauf haltbarer zu machen, backt sie die Lasagne richtig durch. Für knapp 9 Euro bietet sie sie dann an. Die Lasagne kann man in unserem Laden kaufen, kann man aber auch bestellen auf unserem Online-Shop. Die hält 3 bis 4 Tage im Kühlschrank. Ansonsten kann man auch die Einfrierung und maximal einen Monat im Tiefkühl aufbewahren. In Rainers Lasagne-Fabrik gibt es ein Dutzend Lasagne-Sorten, zum Beispiel Veggie oder Lachs-Lasagne oder mit Spinat. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Doch das hier ist die ausgefallenste. Wir hatten eine Anfrage aus Japan. Und Japan wollte von uns eine Lasagne haben mit 9 Lagen Teig. Wir haben es nicht verstanden. Und dann hat man uns gesagt, ja, die Japaner essen ja mit Stäbchen. Und die essen die einzelnen Teiglagen wirklich einzeln herunter. Tja, japanische Lasagne. Ich versuch's mal. Ich werde es kaum können, wie die Japaner zu essen. Ja, Lasagne auf Japanisch. Handmade oder tiefgekühlt? Die Lasagnen müssen jetzt zeigen, was sie können. In einer WG in Berlin-Kreuzberg kommt regelmäßig Lasagne auf den Teller. Heute bekommen die Jungs sowohl Luisas als auch Rainers Lasagne serviert. Die Optik stimmt schon mal, aber wie sieht's mit dem Geschmack aus? Als erstes ist die Tiefkühl-Lasagne dran. Also ich finde, die rechte Lasagne schmeckt mir sehr gut und auch die Konsistenz, so ein bisschen dieses cremige, leicht flüssige. Wir haben die Muskatnuss genommen, um zu würzen. Hier ist auch viel Karotte drin, das schmeckt man auch raus. Finde ich gut. Und die Ofenlasagne von Luisa? Man merkt auch, dass hier irgendwie Käse zwischen den Nudelschichten ist, was auch ziemlich geil ist. Musste ich sofort irgendwie an meine Omi denken, die zu Hause immer Lasagne gemacht hat und hat mir so ein bisschen Kindheitserinnerung zurückgegeben. Es ist halt eher der Rotwein, der durchkommt. Schmeckt beides sehr gut. Sie sind beide sehr, sehr gut. Lasagne von Hand und vom Band. Luisa und Rainer sind beide mit Herzblut dabei. Und wir haben ein paar Tipps abgestaubt. Achtung, beliebtester Schlusssatz im deutschen Fernsehen. Guten Appetit.